Ein Feuer in einem leerstehenden Haus an der Marienbrunner Straße in Siegen hielt heute am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Siegen in Atem. 5 Löschgruppen mit über 80 Einsatzkräften waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Das unbewohnte Haus brannte komplett aus, ein Übergreifen auf das Nachbarhaus konnte aber durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Mit 2 Drehleitern und insgesamt 4 C-Rohren bekämpften die Feuerwehrleute unter Einsatzleitung von dem Chef der Siegener Feuerwehr, Matthias Eberts, das Feuer. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor.